Duftis. Kanal Duftis. Kanal Duftis. Keine Angst, der simuliert nur. Kanal Duftis. Kanal. Zwei Titel, die bei mir auf der Kippe stehen. Und ich würde euch gerne zeigen, warum und warum ich diese Titel nicht groß vorstelle. Also kommen wir erstmal hier zu einem Teil, wo ich auch also große Hoffnungen hatte, dass das was wird. Ich werde einfach mal meine Campaign weiterführen. Und da sehen wir das schon. Die Karte, bin ich erstmal begeistert. Ja, genau, unser Gebiet, alles tutti, alles super. Aber im Endeffekt, was ihr hier an Bewegung seht, ist nur, wenn ich ein Schiff von einem Hafen zum anderen transportiere, dann können wir das hier auch sehen. Und das hat damit zu tun, dass die verschiedene Kapazitäten haben. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel was reparieren wollt, dann muss es natürlich auch effektiv sein. Und dann muss man überlegen, wo man die hinpostiert. So gesehen kann man die dann auch zu einer Flotte zusammenfassen. Ja. Und dann habt ihr hier nachher die Möglichkeit, diese Schiffe rauszuhauen. Ja, ihr könnt die sortieren, dass ihr wisst, okay, die sind in Bremen, die werden jetzt noch repariert, aber die hier sollen zum Beispiel die Karlsruhe und die Kormoran, die soll halt raus. Aber das sind sie hier schon. Ich guck mal, wo haben wir was drin? Hier, die ist jetzt drin, der wäre normal. Kann ich jetzt so sagen, ja, der soll hier jetzt in See stechen. Wo der aber hinfährt, was der macht, könnt ihr nicht entscheiden. Nur wenn ihr sagt, gut, ich habe hier in Emden einen Pott oder mehrere und ich will die jetzt, weil die da mehr Möglichkeiten haben zu reparieren, die will ich jetzt dann hier hinschicken nach Helgoland. Jetzt haben wir nur einen, das wäre dann 100%, ne? Bei zwei Schiffen klar 50%. Move und auch dann wird es halt sichtbar. Aber ob ihr von hier dann loslegt oder von hier, wenn es Auswirkungen hat, sind die für euch also hier erstmal nicht erkennbar. Was man einfach nur sieht, wenn man weiter drückt, ist, dass einfach irgendwo was aufploppt und dann heißt es, hier ist ein Kampf. Welches Schiff da kämpft und wer da jetzt hingeeiert ist, ihr habt keine Ahnung. Auch die Gegner, die euch da erwarten, wisst ihr nichts drüber. Deswegen bringt es auch kaum was im Schiffsdesign, wirklich Schiffe zu designen und zu sagen, hier möchte ich mehr mit Großkaliber arbeiten, weil das da wichtig ist. Ne? Da haben wir keine, die nah rangehen und dann kann ich die hier eben einsetzen. Muss man eben gucken, dass ich hier mal überhaupt irgendwas einsetzen kann. Dann kann man überlegen, welche Position und kann hier jeden Slot belegen. Aber wenn die dann ganz woanders kämpfen und da bringt es nichts, dann ist es doch am besten, wenn man einen hat, der so, ja, allround ist. Und das bedeutet, ich klicke hier drauf, bastel ein und viel besser kriegt ihr das dann auch nicht mehr hin. Und man hat ja nicht das Feeling so mit dem, eier ich jetzt los, weil den habt ihr einen Hafen. Ihr sagt dann, okay, Sea Control, ja, und dann vielleicht ploppt er irgendwann mal auf und dann kämpfen die halt gegeneinander. Das ist irgendwie dann so ein bisschen sinnfrei. Denn sonst finde ich das ganz schick, wenn man Sachen eben für besondere Situationen besonders ausstatten kann. Aber ich habe ja gar keine Ahnung, in welche Situation der je kommen wird. Und ich kann das auch nicht beeinflussen. Und das ist natürlich ein bisschen hart. Und so habe ich halt nur die Möglichkeit zu sagen, ich schicke die raus, aber ob ich jetzt mehr oder weniger rausschicke, eigentlich sollte ich alle rausschicken, alle, die heil sind. Wo ist denn der Nachteil? Den kann ich hier so nicht ersehen, weil ich habe genug Treibstoff, der ist da und dann muss ich doch eigentlich auf nichts groß achten. Also kann ich alle, die nicht irgendwie kaputt sind, in See stechen lassen. Mir ist noch nicht der Vorteil aufgegangen, warum man Schiffe im Hafen lässt, wenn sie heil sind. Müsste ja einen Sinn machen, vielleicht bin ich da auch nur zu, ne, dass ich das nicht schnall, zu blöd, aber hier, das ist ganz gut gemacht, das kennt man so, ne, kann man die Ressourcen, man sieht, wie lange das noch dauert, aber wie gesagt, und wenn ich dann, das kann ich nur eben alles verallgemeinern. Ich kann nicht sagen, ich will jetzt auf eine bestimmte Strategie raus, kann ich so nicht ersehen. Wenn ich genug Kohle habe, kann ich natürlich besser meine Crew ausbilden,
immer alles gesamt gesehen. Das Budget kann ich hier dann hochziehen, aber mehr Möglichkeiten habe ich hier dann auch nicht. Und das Schlimmste ist für mich halt, ich sehe hier überhaupt nichts, sondern das läuft alles im Geheimen ab. Und irgendwann habt ihr dann die Möglichkeit, auch noch zu sagen, ja, ich breche das ab, soll automatisch laufen. Und dann habt ihr nur noch diese Karte. Und also, ich meine, das ist noch in der Entwicklung. Und ne, der Entwickler traut sich einiges. Der hat ja auch einmal nur dieses, das hatte ich gar nicht, wo man designen konnte und dann rausfahren. Jetzt haut er schon mal so einen Teil der Karte raus. Vielleicht kommt da ja noch viel mehr. Aber jetzt kann ich nur sagen, nee, will ich nicht. Oder, und da punktet die Simulation ganz klar, in den Kampf gehen, habe ich hier auch schon jetzt stundenlang ausprobiert. Schade, jetzt haben wir hier nur einen einzelnen. Das ist natürlich jetzt nicht so schick. Man hat normal genug Zeit, nicht immer, aber normal genug Zeit, sein Schiff dann auch oder seine Schiffe in die richtige Formation zu bringen. Man kann im Kampf auch bis zu 5 nochmal vorspulen. Irgendwann sagt er uns dann, wo er den Kontakt gesehen hat, Nordwest, ja, da hat er Smoke gesehen und er hat gesehen, das ist feindlicher Smoke. Und dann schauen wir einfach eben, dass wir auch in diese Richtung fahren. Das ist dann zum Vorteil und dann kriegen wir den noch irgendwann zu sehen. Er bremst jetzt schon ab auf 5 und da haben wir den jetzt auch. Und jetzt kann ich jetzt auch den, stopp, machen wir es mal eben langsamer. Denn da ist die Simulation wirklich nicht schlecht. Ihr könnt einmal sagen, die KI soll reagieren oder ihr könnt das manuell einstellen. Ihr könnt ihn sagen, in welche Richtung. Ups. So, ihr habt es mitbekommen, ich hatte eben noch mal einen Anruf, das war Arbeit. Und jetzt sehen wir dafür, wie weit wir jetzt schon sind. Ne? Jetzt hat er schon gut einen abgekriegt. Und wie gesagt, das geht für mich klar. Wenn das außenrum dann noch passt, dann kann man wirklich damit leben. Das haben sie hier schon so gemacht, dass ich gar nicht merken würde groß, dass das jetzt noch in der Entwicklung ist. Das passt schon alles und was ich schon gezeigt habe hier, das ist so klassisch, was man eben so machen kann. Und wie gesagt, auch noch KI, kann man einzelne Abteilungen, kann man dann auch eben dann künstlich steuern. Und wenn man dann einen Befehl gibt, bricht er das automatisch ab und so wäre das dann wieder an. Okay, also wie gesagt, die Sache gar nicht verkehrt. Da würde ich sagen, das sieht alles so aus, als wenn das hier noch eine handfeste, gute Simulation wird. Ein bisschen merkwürdig ist für mich halt tatsächlich die Karte und dann hier, gut, das Ergebnis. Die Karte, die macht wirklich nichts her und wenn wir nicht in die Kämpfe reingehen, dann sind wir hier wirklich einfach nur in so einer Tabelle. Die Schiffe, das ist das Einzige, was sich hier bewegt, aber dadurch sieht man auch, es gibt diese Wegpunkte. Und natürlich ist es dann möglich, noch einen anzuklicken und ein Schiff hier oder dahin zu schicken und auf der Karte mit Aufklärung und Ähnlichem dann auch zu sehen, wo was ist. Da kann die Reise ja noch hingehen. Ne, da würde ich mich jetzt nicht von abschrecken lassen, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man sonst mit dieser Mechanik, wie sie jetzt ist, das nur noch ausfeilt, das wäre schon merkwürdig. Darum hier kein ausführlicher Teil von mir darüber, ja, sondern einmal nur mal eben so drüber geschaut und euch einen kleinen Einblick hoffentlich verschafft und dann auch meine Einschätzung dazu. So, das ist aber nur der eine Titel. Wir haben da noch einen zweiten, wo man auch so hin und her gerissen sein kann. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und über die Kommentare würde ich mich ja sowieso freuen. Ja, dann schauen wir mal in den nächsten Teil rein. Hostiles detected. Copy that. Thank you.
Ja, Black on Blood Brothers. Dann schauen wir uns den Titel mal an. Ihr habt die Möglichkeiten hier zu wählen bei den Sprachen, bis jetzt Französisch, Englisch, aber da kommt ja vielleicht noch was nach. Oder französischer Entwickler und dann bleibt es bei Englisch, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich habe tatsächlich da noch nicht wirklich nachgeschaut, aber es lässt sich hier einiges einstellen, aber ihr werdet sehen, wenn wir eine neue Mission machen, das ist schon mal der Hammer. Man hat hier Special Ops oder hier einfach so richtig Leute kriegsmäßig. Wir können also wirklich schon mal entscheiden, wie der Haupttrupp aussehen soll. Wenn wir uns dann entschieden haben, dann geht das an die Maps, die sind sehr unterschiedlich. Und ich würde sagen, ja, da bleibt auch kein Wunsch offen. Dann gehen wir hier mal rein. Ich nehme jetzt mal aus einem ganz bestimmten Grund auch das Hospital. Dann gucke ich bei Gegner, da haben wir dasselbe, Rebellen oder reguläre Armee, so Spezialarmee oder einfach nur hier die Jungs, die wir jetzt hier auch wählen. Dann können wir entscheiden, wir können uns den Hauptauftrag aussuchen, da habe ich jetzt den drin, könnt auch jederzeit einen anderen machen oder halt in einer anderen Reihenfolge. Das könnt ihr selber entscheiden hier. Schwierigkeitsgrad kann man hier auch alles einstellen, wie wir das möchten, und dann geht es richtig los. Wenn wir hier noch Leute editieren, ja, dann haben wir hier die Möglichkeit, alle möglichen Sachen einzustellen, ihnen mitzugeben. Und also da würde ich sagen, komplett, ja, genial. Gibt es nicht zu meckern bis jetzt, oder? Ja, dann wenn wir hier, jetzt bin ich hier raus, Mission. Wir gehen jetzt hier rein, Schwadron, wir lassen die jetzt so drinne und beginnen einfach mal die Mission. Der Trupp, den wir führen, der ist recht groß, ungewöhnlich. Und wir können den dann aufteilen in die Gruppen, wie wir es uns vorstellen. Das kann einer alleine sein, ein Zweierteam oder auch sechs Mann zusammen. Spielt keine Rolle. Das entscheidet ihr. Das Spiel ist ja noch in der Entwicklung, ganz, ganz wichtig. Gut. Hintergrund, alles dunkel, okay. Besser so als ein schlechter. Ist alles noch in der Entwicklung. Ich finde, Atmosphäre hat das. Das ist schon in Ordnung. Jetzt laden wir mal diese schicke Map. Und das hier hat für mich auch nochmal einen ganz speziellen Reiz. Ich mag diese Grafik unheimlich. Ja, dieser Zeichentrick-Stil. Und hier haben wir verschiedene Punkte, wo wir Leute aussetzen. Einmal machen wir das hier, damit die abgeknallt werden. Damit wir mal eben so, hier, den setzen wir zum Beispiel hier ein. Und dann nehmen wir noch einen, den wir hier gleich drunter setzen. Und so können wir das Team immer größer machen. Wenn wir aber vier Leute haben, ist das schon recht viel. Und dann sollte man entweder eine neue Gruppe machen. Ne? Aber da muss man sich dann richtig mit befassen, wie man die dann ausstatten will, weil, na, jetzt haben wir den noch mit drin, das wollte ich eigentlich nicht. Dann fangen wir hier mal an, habe ich mich verdrückt, kommt da einer zu, hier einer zu und jetzt hier wäre das zweite Team und da können wir dann auch eins zu machen, so wäre es jetzt richtig. Ja. Ich habe die jetzt hier die Punkte ausgewählt und diese Karte finde ich schon mal, wie gesagt, sehr schick. Ja, jetzt starten wir. Ich will noch wissen, wo wir rausgehen. Ich will erstmal hier unter Beschuss.
Hier gibt es alle möglichen Animationen. Wir werden teilweise auch mit dem Helikopter runtergelassen oder mit dem Fallschirm springen wir ab. Ich mache jetzt noch gar nichts. Das ist jetzt immer noch hier das Intro. Ja, und jetzt sind wir da. Und ab jetzt wird das Spiel komisch. Ich lege es jetzt drauf an, ja. Ich will jetzt ja hier, dass ihr das mal ein bisschen seht. Also die Leute sind cool, wenn wir uns die Map angucken nach außen. Das wäre, glaube ich, hier. Da bleibt das stehen. Das ist ja wohl ultimativ cool. Da dachte ich schon, okay. Wenn ich dann sehe, was ich alles machen kann, da habe ich hier Jade Elliott, das ist ja richtig Hammer. Und das hat mir eigentlich so schon mal gut gefallen. Ne? Und jetzt können wir tatsächlich, am besten natürlich für den Hauptkollegen, der war falsch, das war jetzt sehr cool, den haben wir, Markus jetzt. Naja, aber die sollen ja auch unter Feuer. Wir setzen die mal hier extra so ran, dass die ganz in Ruhe da lang gehen. Jetzt können wir das auch laufen lassen. Das ist auch also wirklich cool. Und jetzt sehen wir die hier rumlaufen. Und natürlich oben auch. Denn die habe ich jetzt runtergeschickt. Also ein Teil des Teams. Ja, wenn diese jetzt hier noch besser zu bedienen wäre, weil draußen geht's, aber im Haus wird es dann wirklich hakelig, da sich das richtig anzuschauen. Da fehlt einfach vernünftig so ein bisschen der Überblick. Und deswegen macht es keinen Spaß, hier so zu zocken bisher, also mir nicht. Aber das ist ja schon fast eine Alternative, dass man einfach nur hier so arbeitet. Wenn das noch besser zu bedienen ist, dann reicht mir sowas hier schon völlig aus. Und auch die Animationen sind für mich okay. Ich gehe mal wieder raus. Und da ist jetzt ja, der Führer. Normal sind hier welche am Fenster. Aber die Bewegung hier, das hier. Leute, also das fühlt sich noch zu heftig an. Und wenn jetzt hier weiter Gebiete rausgebracht werden und neue Waffen und so, dann wäre ich vorsichtig, weil, also, das sieht so gut aus, aber das Waffengefühl hier, ich fühle mich 10, 15 Jahre zurückversetzt. Das fühlt sich echt heftig an. Ich sag mal, als wenn man als Baby auf so einem Nagelbrett liegt und wenn ich jetzt Ready or Not spiele, dann habe ich das Gefühl, ich bin bei Modern an der Brust, ja, also, du kannst dich hier ganz, ganz schlecht bewegen. Das macht keinen Spaß. Und wenn wir jetzt hier mal reingehen, jetzt habe ich ja leider keinen Beschuss gehabt. Okay, dann ne, das hier, das ist, fühlt sich alles noch sehr heftig an. Halb offen oder offen. So, können wir da reingucken. Machen wir sie ganz auf. Und das ist... Oh nee, also das ist heftig. Jetzt mögen noch ein paar Einstellungen nicht so gut sein bei mir, ja. Das ist in Ordnung, das kann gut sein. Aber ich habe das natürlich jetzt alles hier auf maximal und das fühlt sich hier nicht gut an. So gern ich das auch wollte und auch von hier jetzt in der Außenansicht wird das schwierig. Ich habe es noch irgendwie geschafft gehabt, mich da rein zu zoomen wenigstens. Aber normal kommt man da dann so, ach ja, runter und rauf war hier, genau. Genau, da muss ich hier so hingehen und dann hier runter und dann wieder drauf. So, und dann bin ich hier bei den Jungs. Ja, also man kann das so zocken, ne? Das geht. Und du kannst jetzt hier wirklich eben jedem nochmal so sein
eigenen Befehl geben. Aber ja, also mir reicht das so noch nicht, dass ich jetzt sage, da setze ich mich ran und da mache ich mal ein paar Missionen. Obwohl das eben, wie gesagt, ganz cool auch animiert ist. Auch mit dem Sound. Das gefällt mir auch gut. Ja, kann ich auch nicht meckern. Aber ja, und wenn ich in der Ego-Sicht bin, auf der Karte draußen, merkt man es nicht so, wenn man draußen rumwackelt. Aber auch da fällt einem schnell auf, oh Alter, nee, was ist das denn hier? Das macht aber keinen Spaß. Und vielleicht kann man sowas ja hinkriegen. Das ist ja, wie gesagt, in der Entwicklung. Aber dann wäre es auch wichtig, das jetzt irgendwie zu machen. Denn, also da sollte man jetzt nicht warten. Jetzt will ich mal eben getroffen werden. Was ist denn das? Was ist denn das? So, dann, so, jetzt bin ich tot. Ach, das passt alles gar nicht zusammen. Also die Sachen sind teilweise so cool und dann kommen da so heftige Sachen zwischen, dass man sagt, oh, das passt ja überhaupt nicht. Weiß nicht, kann ich jetzt noch die Leute wechseln? Eigentlich schon, aber jetzt komme ich gerade nicht mehr in der Karte. Na gut, dass der da jetzt so rumzappelt, das ist alles okay für mich. Das ist in Ordnung. Aber ich glaube, ihr wisst jetzt schon, worauf ich hinaus will. Die Sache so hier ist schon irgendwie bis zur Auswahl der Missionen und der ganze Schnack ist das schon alles sehr cool gemacht. Wir nehmen jetzt mal eine andere Karte. Das wäre Fairness halber okay. Und zwar gehen wir jetzt mal auf so eine schöne große hier. Ich breche den Skip jetzt, also das Intro ab. Das ist immer dasselbe hier. Wie gesagt, kann jetzt sein, dass das noch mit dem Helikopter kommt. Dann haben wir hier die Leute, die wir befreien müssen. Jetzt gucken wir uns mal eine Karte hier draußen an. Und ich kann das einfach nicht einschätzen. Kriegt man sowas noch hin, dass sich das jetzt wirklich gut anfühlt? Dass man da rumläuft und sagt, ja, ne, jetzt ist es ja richtig geil, oder wird das nur besser? Nur besser wäre mir ein bisschen zu wenig. Also das müsste richtig anders laufen. Aber auch da bin ich gespannt, was ihr dazu sagt und vor allem die den Titel haben. So hier draußen geht das auf den ersten Blick. Ja, finde ich schon cool. Aber wenn man sich das genauer anguckt, der Berg ist ja wirklich da, sieht aber irgendwie so ein bisschen wie so ein Hintergrund aus, nur der da so reingemalt ist. Und auch wenn wir hier so rangehen, alles so ein bisschen. Ein bisschen komisch. Aber frühe Entwicklung, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob man das noch so richtig so ein bisschen hinkriegt, dass das auch dann sich richtig gut anfühlt. Wir laufen mal. Auch hier so die Waffe. Das ist alles so. Hat er nicht noch eine andere? Vergessen. Ja, aber hier so, also hier draußen, finde ich, geht es. Und er meldet jetzt, wenn er Gegner sieht. Aber so, die auch über die KI will ich gar nicht so meckern, aber überhaupt, wie die sich so verhalten, wie die sich bewegen.
Also wenn hier nur noch jetzt erstmal nachgebuttert wird, neue Missionen, noch neue Teams oder etc., dann glaube ich, ist dieser Titel für mich nichts. Ja, ich habe ihn mir geholt, um ihn euch zu zeigen und um da eine Einschätzung zu geben. Dann finde ich, ist das tatsächlich so von den Bewegungen selber, nicht von denen hier von der KI, auch wenn man da einstellt, dass sie selber seitlich sich bewegen sollen. Das kann man entweder in Optionen einstellen bei Gameplay. Oh, hier, da geht aber noch mehr. Aus irgendwelchen Gründen hat er den wieder runtergehauen. So. Ja, einmal ist es mir abgesäbelt. Ja, aber genauso hatte ich das auch. Aber irgendwie wird die Sache dadurch nicht wirklich runder. Also es sieht auf den ersten Blick immer schick aus, auch die Einheiten. Wie gesagt, wie die sich bewegen und so. Und dass man eben auch so viele hat, ist cool. Aber wenn man dann hier so feuert und so, also da müssen die als erstes ran. Man muss sich hier wohlfühlen, ja. Es muss irgendwie cool sein, hier lang zu gehen und Gegner auszuspionieren und zu feuern. Und hier dieses... Das funzt noch nicht, meiner Meinung nach. Die haben schon mal einen erledigt, die haben wirklich einen entdeckt. Nee. Okay, abschließend. Ich fühle mich hier nicht wohl von den Bewegungen. Hier von dem Ganzen, das drumherum. Ich muss mich wohlfühlen in diesem Medium dann. Und wie gesagt, das funktioniert hier für mich noch gar nicht. Aber wenn das verbessert wird, sodass man sagt, hier komm, das irgendwie hat man jetzt wirklich das Gefühl, dass man da in dieser Welt ist und das funktioniert, dann finde ich das schon cool, so mit den ganzen Auswahlmöglichkeiten, mit dem SWAT-Team. Da sind ja unendliche Möglichkeiten. Wie gesagt, der Teil, der dem ja nahe kommt, ist ja dieses Ready or Not. Und da sind die aber jetzt natürlich noch an einem anderen Punkt. Aber dafür bietet das hier auch schon wieder ganz andere Sachen. Aber ich bin eben, wie gesagt, vorsichtig, weil ich weiß nicht, wie euch das geht. Gerne in die Kommentare. Ich finde, das fühlt sich sehr, sehr komisch an und hoffe, dass da der Entwickler noch einiges nachlegen kann. Nicht von der Performance, sondern von den Bewegungen, von dem Feedback, von dem Schießen und so. Das ist irgendwie, hat mich nicht begeistert, mich nicht mitgenommen. Aber ansonsten, ne, man muss gucken, was kostet der Titel und wenn es einen interessiert und man dann das eingehen möchte, das Risiko, dann der bietet schon wirklich viel. Ja. Das sind die beiden Titel, wo ich sage, bin ich ein bisschen vorsichtig, aber die haben Potenzial. Beide. Sonst würde ich sie jetzt hier nicht zeigen. Na, denn Titel, die mir gar nicht gefallen, kennt ihr von mir. Es gibt keine Videos, wo ich irgendein Game rund mache, weil wenn das dann wirklich für mich Schrott ist, muss ja auch nicht für alle so sein. Bestimmt ist es so nicht. Aber dann zeige ich es nicht. Dann würde ich selber nicht zocken. Und was ich selber nicht zocke, das zeige ich dann auch nicht. Aber hier, wie gesagt, da fühlt es sich für mich noch sehr, sehr merkwürdig an. Und würde mich freuen, wenn der Entwickler da am meisten noch nachlegt, dass man hier irgendwie ein gutes Gefühl bei bekommt. Das ist bei mir irgendwie hier noch nicht der Fall. Auf keinen Fall. Ja. Irgendwie fühle ich mich da wirklich in der Zeit zurück. Und ich habe technisch nicht die Ahnung, ne, wie das jetzt hier ist, ob man bei so einer Engine hier noch richtig was rausholen kann, und bei der, die man jetzt hier so vor sich hat, denn die sind ja auch teilweise eingeschränkt und nicht alle gleich. Ja, warten wir es ab. So, das war's.
Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Simulieren. Bleibt mir gewogen und über den Daumen oben, ne, wisst ihr, freue ich mich sehr. Und ein Abo ganz zu schweigen. Okay, ciao, ciao. Gibt's eigentlich Eigenbeschuss? Oh, jo. Naja, gut, die sind ja. Ich habe ja very high gestellt, glaube ich, oder?